Herzlich willkommen bei den fabelhaften 50 plus. Tja, Ladies, heute geht es wieder mit einem kleinen Mini-Workout weiter. Und zwar heute ganz entspannt. Und zwar geht es um die Dehnung. Um die Dehnung unseres Oberkörpers, da wir ja den ganzen Tag über meistens eine ziemlich schlechte Haltung einnehmen. Also Fehlhaltung, sprich Handy, ne? Diesen Echsenhals am Computer sitzen, die Schultern fallen nach vorne. Ja, und heute gibt es ein paar Minuten Übungen, um den Körper ein wenig zu dehnen, damit wir uns gut fühlen. Diese Übung können wir am Morgen machen, also absolvieren, um fit und frisch in den Tag zu starten, oder am Abend, um zu entspannen, um loszulassen. Und noch besser ist es, man macht sie morgens und abends. Deshalb nur ein paar Minuten. Am besten barfuß. Es ist immer am besten barfuß, solche Übungen zu absolvieren, damit wir einen richtig guten Halt haben. Also wir strecken erstmal die Arme aus und dann bringen wir sie zur Seite, umarmen uns, wieder ausstrecken nach oben. Und das Ganze wiederholen wir. Ausstrecken, uns umarmen, die Schultern ausstrecken und nach oben. Ja? Ausstrecken, Umarmung, ausstrecken, nach oben. Ausstrecken, die schöne Umarmung. So, und dabei bitte die Pobacken anspannen. So, jetzt gehen wir zur nächsten Übung über. Dabei öffnen wir unseren Oberkörper. Also ihr nehmt die Hände nach hinten, ja, während du die Brust nach vorne drückst. Seht ihr das? Nach oben drücken und entspannen. Die Schultern nach hinten ziehen, loslassen. Nach oben drücken, soweit ihr könnt, entspannen. Dabei bitte die Hüfte nach vorne. So, jetzt bereiten wir uns auf die nächste Übung vor, und zwar die Hüftdehnung. Wir stellen uns breitbeinig hin, ich hoffe, man sieht das, okay, und dehnen die Hüfte. Ich sehe gerade im Display, man kann das gar nicht so richtig gut sehen. Okay, das ist der Nachteil, wenn man alleine dreht. Also Dehnung von rechts nach links, den Bauchnabel nach innen ziehen, ganz sanft. Ihr merkt das, wie gut das tut. Bei den nächsten Übungen lockern wir erstmal, stellen wir uns hier so hin, Pobacken anspannen, die Dehnung im Brust und Rücken. Hier so ein, wir haben, nehmen eine richtig kraftvolle Position ein und dehnen unsere Schultern nach hinten, bringen die Ellbogen also nach hinten zusammen, was natürlich nicht geht. Ja? Könnt ihr immer eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Pobacken anspannen, eins, zwei. Gerade stehen, Schultern nach unten, eins, zwei. So, jetzt rollen wir mal kurz aus. Jetzt bringen wir das Kinn Richtung Brust und rollen dabei nach unten mit rundem Rücken. Atmen aus. Und beim nächsten Einatmen ziehen wir uns wie in einer Perlenkette ganz sanft nach oben. Schulter nach hinten, Kopf nach oben. Und jetzt wieder Brust
Quatsch, das Kinn auf die Brust, langsam nach unten rollen, ganz, ganz langsam ausatmen. Beim nächsten Einatmen nach oben ziehen, ganz sanft, Wirbel für Wirbel. So, Schultern. Jetzt eine wunderschöne Dehnung. Verschränkt bitte die Hände. Ausstrecken. Und zurück. Ausstrecken und zurück. Und bitte die Schultern, achtet immer auf die Schultern, dass die Schultern nicht an den Ohren, also an die Ohren gezogen werden. Die Schultern gerade, die Pobacken angespannt, die Hüftknochen nach vorne. Eine wunderbare, sanfte Übung ist das. Gerade wenn man den ganzen Tag am Computer verbringt. Ein super Stretching. So, und jetzt gehen wir in die seitliche Rumpfdehnung. Das heißt, rechte Hand Hüfte, die linke über den Kopf. Das gleiche umgedreht. Merkt ihr die Spannung in der Seite, diese Dehnübung? Merkt ihr das immer so dreimal, drei Sekunden halten? Und den Unterkörper nicht vergessen, anspannen. Ihr könnt es so machen oder ausstrecken, wie ihr möchtet. 3 Sekunden halten, langsam wieder zurück. Den Kopf über das Ohr, den Arm über das Ohr und wieder zurück. So, und jetzt lockern wir nochmal die Hüften. Jetzt stellen wir uns so hin. Und ziehen die Arme gerade ganz, ganz stark, ja, also ganz sanft, so hüftbreit hinstellen und dabei die Knie auch durchdrücken, die Arme wieder an den Körper bringen, loslassen, die Arme wieder nach vorne. Eine wunderbare, kraftvolle Übung ist das. Wir strecken also den Rücken durch, richtig durch das Gesäß nach hinten und du merkst, wie du dabei entspannst. Ihr könnt diese Übung natürlich so lange machen, wie ihr möchtet. Und zum Schluss kommt jetzt noch die Dehnung über den Kopf, die du über der Seite spürst. Du nimmst die rechte Hand, gehst dabei an das linke Ohr. Die Hände, also die linke Hand, ausgestreckt und nun ziehst du ganz sanft den Kopf auf die rechte Schulter. Und du wirst ein leichtes Dehnen spüren, aber es darf aber nicht wehtun. Ein leichtes und dann übst du ein bisschen Druck aus, lösen, alles ganz, ganz sanft, das ist der Kopf, lösen. Jetzt die linke Hand über das rechte Ohr. Die Handhaltung der rechten Hand seht ihr und jetzt drücken wir den Kopf auf die linke Schulter. Also wir ziehen so ein bisschen mit ganz kleinen bisschen Druck, ziehen wir ein bisschen. Atmen dabei. Jetzt dürfen wir natürlich die Schultern mal an die Ohren ziehen. Rollen nach hinten, rollen nach vorne. Noch eine schöne Übung ist, wenn ihr auch aus dem Yoga, wenn ihr jetzt die rechte Hand an die linke Schulter, den linken Arm an den rechten Ellbogen, dabei wieder die Grundhaltung, also in Hüftstellung, so eine Hüftbreit, Hüftknochen nach vorne, Pobacken zusammenziehen, halten die Position. Wir dehnen dabei den Oberkörper, wir dehnen alles. Dreimal atmen bitte. Durch die Nase ein, den Mund wieder ausatmen. Ganz langsam lösen. Und jetzt das Ganze umgedreht.
Jetzt nehmen wir die linke Hand an die rechte Schulter und atmen dreimal. Nase ein, Mund aus. Die Augen dabei schließen. Alles loslassen, alle Probleme, alle Sorgen, die dich gerade bewegen. Loslassen. Den Kopf zur Decke richten, die Augen geschlossen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch ganz herzlich. Namaste. Ja, und diese Übungen, ihr Lieben, diese Übungen könnt ihr jeden Tag machen. Das ist keine großartige Anstrengung, da bekommt man auch keine Muskelkater. Wir dehnen einfach unseren völlig überlasteten, gestressten Bewegungsapparat. Und das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.